Mensch, ich muss mal heimleuchten. Wir haben den falschen Ausgang genommen. Da geht's abwärts. Wir sehen uns gleich. Seite, ja. Mein Gott, der Dachboden. Hier sind wir schon wieder in der Garage. Ja, meine Herren, hier ist die ganze DDR begraben. Sperrzone, letzte Abfahrt von der DDR. Ja, guck mal. Hier. Junge, Junge. Herbst 89, na gerade 30 Jahre her. Da oben noch eine DDR-Mütze. Ja, jo. Ja. Ach, von den Freunden auch eine Mütze. Ja, ja. Alles vergessene Raritäten hier im Tiefschlaf. Mein Gott, und da hinten. Da hinten noch die DDR-Fahne. Noch eine. Ach, noch mehr hier, Winkelemente und die Schutzstreifenschilder eines untergegangenen Staates. Und da ist er, da Erich. Und seine letzten Worte waren sicherlich: und zum Abschied sag ich leise Scheiße. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir haben hier einiges entdeckt. Hier Freundschaft. Ach, und Wüstenrot nach der Wende machte dann auch gleich alles wieder hier. Ja, wunderbar. Und hier haben wir noch so ein altes Cabrio. Ja, ja. Der Schlüssel steckt noch. Und legt der alte Vorhang hier nicht drauf, dann wäre das ganze Ding hier wahrscheinlich total verdreckt und verstaubt, wie man hier sieht. Staubig. Hier einer der ersten 600er Kombi. Ein bisschen verstaubt, aber dennoch schätze ich mal gut in Schuss. Hier sieht man noch. Ja. Das ist ja schön verdreckt, glaube ich. Ordentlich verdreckt. Ja, und hier drunter dann ein 500er. Zack. Boah. Ja, noch gut im Schuss unter der Decke. Gehen wir mal weiter durch. Drin. Tastatur, hier steckt ebenfalls der Schlüssel drin. Ja, wunderbar. Hier steht alles voll. Ja, guck. Hier, die Spinne aus der DDR ist hängen geblieben. Ja, gucken wir mal. Ja. Ja. Mein Gott. Hier. Hier ist auch alles verstaubt. So, hier ist die Spinnengewebe hier. Ist alles. Ja, wohl schon 20 Jahre, 30 Jahre keiner mehr da gewesen. In dem Kombi hängt am Kleiderhaken drin noch ein FDJ-Hemd. Siehst du das? Ja, einiges zu sehen. Ja gut, wer weiß, was damit los ist. Ja, ich würde sagen, wir verabschieden diese DDR
noch mit ein paar Klängen. Wir sehen uns in wenigen Minuten wieder eine Etage tiefer. Da warten noch Kellergewölbe auf uns. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich würde sagen, mit den Klängen von Erich seiner Hymne verabschieden wir uns. Jetzt gehen wir in die Kellergewölbe. Jetzt wollen wir mal schauen, 15, 10 bis 20. Alles vorhanden. Ja, dann lass uns gucken. Ziemlich gerümpelig aus. So. Ich glaube, hier war damals, nach dem Krieg haben die Leute hier während der Luftangriffe im Keller gehaust. Man sieht noch deutlich, dass die da zugemauert haben. Da gab es dann hier keine Scheiben und sowas. Man hat hier im Keller gehaust mit dem alten Kohleofen. Hier ist vieles Neues rangekommen. Hier haben viele Leute versucht zu renovieren, aber hier ist ja allerhand stehen geblieben. Und ich würde mal sagen, hier kommt schon die Feuchtigkeit. Hier ist der Schimmel ab. Da hängt noch der alte Ofen auf von dem Ofen. Da siehst du. Da hat man hier angeschlossen gehabt und der Ofen, der steht hier. Ja, und hier nur meine alte Kiste, du lieber Himmel. Da. Das ist. Hier hat man Glasplatten. Glasplatten hat man hier entwickelt. Alte Fotoglasplatten. Hier. Das war. Meine Herren, da wollen wir gucken. Warte mal. Aquaplatten. Das ist mit Sicherheit ein paar hundert Jahre alt. Also ein paar hundert, aber. Und mit Sicherheit. Das sind die Glasplatten, die in den alten Fotoapparaten verwendet wurden. Guck mal, da sind sogar Bilder drauf. Jetzt wollen die natürlich nicht gehen, die scheiß Taschenlampe hier. Das ist jetzt ja blöd hier im Keller. Schade. Vielleicht kann man was erkennen. Irgendwas sieht man da. Ja, ich kann es nicht sehen. Auf jeden Fall sind das 100 Jahre alte Glasplatten. Für Fotoapparate. Entwickler. Ach du Scheiße. Der Entwickler. Noch voll. Ich werde verrückt. Und dann sind das hier die alten Entwicklerbecken. Mit alten Hähnchen hier zum Aufdrehen. Da kamen die rein, da liegt noch einer drin. Ui, meine Herren, nicht ihr Zeug. Naja, wahrscheinlich hier ein richtiges Labor. Da geht noch nicht mal mehr der Deckel zu. Sondermüll entsorgen. Ja, wir gehen mal weiter gucken. Boah, was ist hier da los? Na ja, nur noch die alte Gasmaske. Die haben sie hier vergessen. Was ein Krach hier. Ja, wahrscheinlich. Ja, vielleicht arbeiten in dieser Gegend noch die Kraftwerke. Philadelphia wird hier auch durch ein automatisiertes Kernkraftwerk versorgt. Ja, mein Gott, da liegt hier alle rum. Das ist ja der Hammer hier. Alles so alte Klamotten. Gucken wir mal. Ah. Ja, hier hat man aber alles vergessen. Na,
harte Pneumaten. Und der Lampenschirm aus der Wohnung. Guck mal hier, die Flurlampen. Alles Flurlampen eingepackt für was weiß ich wann. Ja. Oh. Manch einer kennt das noch. Kaufwind. Das gibt es ja auch schon ewig nicht mehr. Wahrscheinlich ist hier noch ein Keller oder was. Ach nee, Ersatzschalen. Ja, die sind ja damals während des Luftangriffs immer kaputt gegangen. Manch einer hat seine Lampen nicht abgehangen. Aber hier liegen noch welche im Keller, aber reichlich. Lang und schmutzig, wenn man sieht, eine ganze Kiste voll. Ja, und noch andere Raritäten. Irgendwelche Rückleuchten von DKW, Trafos, Staubwagen. Ja, noch so Präparate. Ja, ach guck mal, manche Oma kennt das auch noch. Eine Tischdacke, ein Dreck auf dem Tisch war, dann konnte man damit saugen, oder auch nicht. Ja, auch alles zugemauert hier. Alles zugemauert. Ja. Ja, wie ich gehört habe, ist der Bau hier von 1907. Gucken wir mal weiter hier. Ach, hey, was haben wir denn hier? Eine alte Drehorgel. Ich glaub's ja nicht. Aber hier kann man ja ganz einfach hier mal so. Oh, was war das denn? Oh Gott, was ist denn nun passiert? Ruhe. Gott, wie gespenstisch. Mein Gott, nee. Wir gehen mal weiter. Wer weiß, was hier noch alle rumliegt. Okay. Langsam geht uns das Licht hier aus. Naja, schauen wir mal. Hier sind noch so einige Autos gesetzt, wenn du noch nicht. BBC-Türschränke, nee, Bauknecht ist das. Das ist Bauknecht. Bauknecht weiß, was Zombies wünschen. Naja, jeder Klümmerkerl hätte da seinen Spaß. Da hinten der alte Elektroofen, guck mal. Garantiere ich die irgendwie aus den 30ern. Und die alte Ölmeldöse. Ja, meine Arme. Ich bin damals Wasser durch die Decke gekommen, hier oben. Ja, naja, ist das Ding ganz verrostet. Mein Gott. Das sieht hier aus hier. Nur bei Hempels unterm Sofa. Nochmal weiter durch die ganzen Katakomben schleichen. Verdreckt. Oh mein Gott. Spinngewebe ohne Ende. Und da unten. Das ist wohl bestimmt mal alles feucht geworden. Kehr, was alte Reifen. Weiß man Reifen. Ach, ja, und da hinten. Da hinten, da liegt die Lampe zu den Lampenschalen, die wir schon gesehen haben. Da auf dem Regal, da hinten. Da liegt die Lampe. Und die Lampenschalen haben wir im Koffer gefunden. Hier liegt die Lampe ungefähr. Unglaublich. Ja, ja. Du lieber Gott. Haben wir auch noch eine Leiche im Keller hier? Lieber Gott, bewegt sich was jetzt? Was ist das denn? Na, jetzt reicht's aber. So, meine Damen und Herren, Schluss mit lustig. Ich würde sagen, das war unser Film. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. So viel Gerümpel, das bedauert einige Zeit, um das auszurümpeln. Wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss.
Vielleicht finden wir auch noch mal ein Lost Place Nummer 3.